Ein Hallihallo und ein Hallöchen und willkommen zurück hier in Factorio mit der Version 17.32 mittlerweile. Und wie ihr hier sehen könnt, wir sind nicht alleine, nicht nur ein Riesenhaufen von Aliens bereitet sich hier gerade vor. Nein, auch ein Cody und ein Brummi sind da. Hallo. Hi. So, und erstmal vorneweg, ich hoffe, wir kriegen das jetzt in Zukunft besser hin. Gebt mir mal bitte in den Kommentaren Bescheid von der Lautstärke her, ob das jetzt für euch angenehmer ist und ihr müsst eure Boxen nicht mehr aufdrehen. Ich habe einmal mich selber lauter gemacht und parallel habe ich die Jungs im TS auch noch einen Tickel hochgedreht. Zu mehr würde ich nicht raten, weil sonst leidet die Quali drunter, wenn ich die Jungs da noch ein bisschen lauter mache. Ich werde es gucken, dass ich beim Rendern vielleicht noch das Ganze noch ein bisschen hochpushen kann. Aber über euer Feedback wäre ich mir sehr dankbar. Und ihr seht, jetzt geht's los. Die Horde rennt, wie man so schön sagt. Mittlerweile sind da auch echt böse Viecher dabei, wie die großen Speier. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich habe die Mauer hier noch ein bisschen unterstützt. Mit gutem Laser. Oh, von oben greifen sie auch an. Jetzt werden sie schon taktisch, kommen von zwei Seiten. Das Gute ist, sie verhaspeln sich noch ein bisschen und blockieren sich teilweise gegenseitig. Drohnen sind auch da, schaffen es gerade noch, hier diesen wunderschönen Geschützturm zu reparieren. Oh, das wird knapp mit dem Geschützturm, aber er überlebt. Puh, gut, sehr schön. Das war ja schon fast wie so ein StarCraft-Kommentator hier. Aber nur fast. Ja, vielleicht sollten wir da so langsam mal ein paar Panzer nehmen. Wer hat Lust auf Panzer-Action? Du weißt, was ich hier zu tun habe. Nein, definitiv nicht. Ja, stimmt. Haben wir noch irgendwo einen rumstehen? In der Theorie. Ich hab irgendwo irgendwas gesehen. Das war ein Automobil. Also hier ist auch ein Auto. Wer hatte denn den Panzer? Ich, aber ich weiß gerade gar nicht, wo das Ding steht. Warte mal, bei dir steht doch da unten noch ein Dreieck. Geh mal weiter runter bei dir, Brummi. Moment. Ah, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein bisschen nach links. Ja, ist ein Panzer. Ah, dann würde ich mir den doch einfach mal schnappen. Jo, der Panzer, nimm was zum Reparieren. Der ist sogar beschädigt. Armes Teil. Panzer? Panzer? Da, Panzer rein. Boah, das Glück hat bekommen. Mal schauen, wie gut der ist. So, so zum Thema Schmelzen. Also, das hier, um das einfach mal festzuhalten, wird nicht so bleiben. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir das alles hier wieder abreißen. Weil wir einfach befürchten, dass diese Anlage mit der Schmelze nicht hinterherkommt. Allein schon, wir haben maximal zwei Bahnhöfe, die hier entgegennehmen. Die Züge, keine Frage, entladen extrem schnell. Aber die Greifer sind dann diejenigen, die dann doch ein bisschen noch brauchen, sag ich mal. Und dadurch, dass wir dann halt mit mehreren Erzen hier reinkommen können, theoretisch, also würde jetzt noch gleichzeitig noch ein Steinzug reinfahren und dann würde wieder ein Eisen reinfahren oder ein Kupfer. Die Kisten sind ja so first in, first out. Sprich, sobald hier ein Steinzug reinfährt, dann wird erstmal der Stein rausgeholt und würden angenommen zwei Steine gleichzeitig kommen. Dann hätten wir das Problem, dass erstmal nur Stein rauskommt. Und das hängt dann ziemlich in der Produktion, wenn es Lager leer ist. Momentan ist es gut gefüllt, weil unser Verbrauch momentan noch nicht so groß ist, weil aus irgendeinem Grund hier unten der Strom gefehlt hat und wir hier, oh, wir haben sogar Probleme, dass das Ziel nicht erreicht wird. Gut, klar, Promi baut oben um, deswegen erreicht er das Ziel nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir Promis Züge hier mal, ja, Promi, das war echt klug, hättest deine Züge mal oben lassen können bei dir? Die waren ja noch unten, bevor... Ach so. Die haben ja kein Material gekriegt, sonst wären sie ja hochgefahren. Okay, weil der eine Eisenzug, der blockiert jetzt, der wird wahrscheinlich gleich sagen, kein Ziel erreicht. Fahr ich den mal. Nö. So viel Platz habe ich nicht im Inventar, dass ich jetzt zwei Waggons abreißen kann. Ich fahre dann einfach manuell mal hier eben kurz raus. Wir brauchen Abstellgleise. Ah! Da fährt er einfach los. So, dann lasse ich den einfach jetzt hier. Dann passt es. Das ist ja quasi wie ein Abstellgleis. Und da ich in den Angriff möchte, kann ich ja mal kurz den Zug hier einfach entführen. Bring mich diep. Doch. Ja, ja, diep, diep. Bring mich doch mal kurz dahin, bitte. So. Habe ich schon mal erwähnt, wie
toll ich diese Funktion finde. Wahrscheinlich in jeder Folge. Na, in jeder Folge, in der du mit dem Zug fährst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das würde ich jetzt für eine Hundertschaft Drohnen geben. Und natürlich einen ordentlich betriebenen Hangar. Ja, aktuell muss ich mit 17 Drohnen abreißen. Das ist irgendwie... Ja, es werden neue gebaut. So ist nicht. Also ich hoffe es zumindest. Ja, aber mehr als 20 kriege ich nicht versorgt. Ja, setz dir doch einen Hangar hin. Sag mir so, ich will hier oben so wenig Strom wie möglich haben, weil ich auch die Verteidigung komplett wegreißen muss. Und wenn ich dann hier das frisch Aufgebaute gleich wieder eingerissen kriege, ist Kacke. Das stimmt wohl, ja. Dem stimme ich zu. Nehmen wir noch ein paar Granaten mit. Komm, das macht Spaß. Mist, haben wir keine, außer hier. Wenn ich das jetzt rausnehme, dann... Ja, war so klar, dass ich jetzt die Fässer kriege, statt die Granaten. Scheiße, das ist... Habe ich gar keine gekriegt? Nee, ja, das ist scheiße. Was fehlt hier? Hier fehlt dann eh ein Haufen Kohle. Dann füllen wir das mal kurz nach. So. Eisenzug ist gerade keiner da. Nehmen wir das hier mal eben, dass hier einfach weiterhin die Produktion läuft. So. Eisen ist hier noch genug drin. Passt. Das Ding kann erstmal eine Weile wieder arbeiten und generiert neue Drohnen. Das ist auch okay. So. Natürlich ist es dunkel, wenn wir angreifen wollen. Das war ja wieder klar. Da ist der Panzer. Ach, den Laserturm haben sie platt gekriegt sogar. Krass, ihr Schweine. Ja, das ist die Säure, die am Boden bleibt. Oder auf den Türmen, besser gesagt, denke ich. Na gut, ich habe ja Repair-Kits da oben, aber nur 4 Drohnen, die reichen wahrscheinlich einfach nicht aus. Ich suche Treibstoff, da ist Treibstoff. So. Ist natürlich nur panzerbrechende Munition. Gucken wir mal, was wir damit reißen. Oder ob wir hier instant down gehen. Im Dunkelangreifen ist echt scheiße. Vor allem ist da. Ich muss erstmal warten, bis die Armee hier weg ist. Ah, und es ist auf Passagier. Ah, ich hab nicht geschossen. So. Irgendwie? Ah, okay. So, bitte einmal hier schön am Laser entlang. Danke. Nochmal reparieren lassen. So. Versuch Nummer 2. Jawohl. Ein Gebäude weniger. Noch ein Gebäude weniger. Ah, die Reichweite ist geil von dem Panzer. Und natürlich hält das sehr viel aus. So, einmal zurück zum Regenerieren. Das machen wir nur 3-mal, dann ist die Basis da weg. Bin mal gespannt, wann Factorio ihre ersten Laserpanzer mit reinbringt. Wobei, gut, braucht man es, wenn man einen persönlichen Laserverteidigung an sich hat, dann reicht es ja auch. Eigentlich viel lustiger, wenn so Command & Conquer like ein Stahlhagel da wäre. Stahlhagel. Weißt du noch, was es ist? Ja, ich weiß, was ein Stahlhagel ist, aber ich weiß nicht, wo es in Command & Conquer eine gibt. Command & Conquer, der Mehrfachraketenwerfer heißt Stahlhagel. Ja, ich überlege gerade, in welchem Teil hat es den bitte? War das der erste? Alter, wie lange hält die Säure da? Geh mal weg. Alter, die Säure macht auf dem Panzer echt gut heftig. Sei ich doch. Und achte auf dein Deutsch. Was war denn das gerade? Kein Gutes. Die Säure war echt heftig. Das ist Dossi-Deutsch. Fast aufgegeben. Ja, Gott sei Dank. Gedöste Stage. Gibt's doch für den Süden. Dossi-Deutsch. Dossi-Deutsch? Was? Fuck.
Oh, oh, das war's. Ich sehe einen toten Dossi. Ich sehe einen toten Dossi. Oh, 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 oh. Wird knapp. Wird knapp. Der bescheißt. Nein! Oh, so knapp an der Basis, weil ich ihn nicht gekriegt habe, das Gebäude. Dieser blöde Kackfels. Ah, voll gegen Fels gefahren. Ah, der schöne Panzer. Vor allem kann ich keinen neuen bauen, weil wir keine Motoren haben. Hat jemand noch Motoren übrig? Nein, ich habe eben schon geguckt. Gut, dann muss ich jetzt erstmal eine Motorenfabrik basteln, bevor wir hier oben weitermachen können. Ich komme natürlich jetzt von... Ja, okay, dann... Haben wir hier gerade zufällig einen Zug da, mit dem ich hoch kann? Boah, was würde ich jetzt für ein Lagerhaus geben? Das ist der falsche Zug. Ui, aus. Hundeplatz. Hundeplatz. Dann ja, weißt du, wie anstrengend das ist, ein Kistenlager zu lernen? Oh. Ja. So. Übrigens wurde mal vorgeschlagen, falls wir mal wieder streamen sollten, dass wir uns Space Engineers mal anschauen sollen. Da hat sich ist ja fertig, ne? Ja, da hat sich wohl einiges, wirklich einiges getan. Also ist ziemlich viel Neues dazugekommen und auch der, aber auch der Schwierigkeitsgrad ist wohl ein deutlich höher geworden. So. Ah, die Gebäude wurden schon abgerissen von irgendwem. Ja, ich habe hinter dir aufgeräumt. Alles klar, danke. Sonst weiß nicht, Space Engineers, das ist so das Spiel, wo ich Hasspickel beikriege. Warum? Hat seine Gründe. Mehr will ich da nicht drauf eingehen. Okay. Hat man dich nicht gut behandelt? Oh, armes Brummilein. Hallo, Gudi. Unser Strom ist gelb? Ja, der ist die ganze Zeit schon gelb. Okay. Dabei verbrauche ich gar keinen mehr. Unsere keinische Kraftanlage da oben reicht leider nicht aus. Für die Schmelze, die ich hier in Betrieb genommen habe. Dann sind wir definitiv in dunkelrot, wenn ich das Ding hier aufgebaut habe. Nee, weil ich es nicht versorgt kriege. Dann darf ich das Ding hier nicht versorgen. Nee. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal die Strombasis da oben deutlich vergrößern. Das müssen wir, also wir haben so viel Zeug zu tun, kommst ja gar nicht mehr hinterher hier. Jetzt schaue ich erstmal, dass wir Motoren kriegen, dass wir wenigstens eine provisorische Sache hier wieder haben. Motoren, hallo. Stahl, Eisen, Zahnrad und Rohr. Das haben wir ja alles da quasi. Das können wir hierhin basteln, weil Zahnrad haben wir hier. Dann knappen wir hier nämlich da oben, haben wir ja Eisen. Können wir hier einfach kurz... So, machen wir hier eine kleine Rohrfabrik. Wenn ich's find, Rohr... Oh Gott, da. Zack, zack. Da ein paar Motoren. Zahnrad haben wir ja da unten. Mist. Ich wusste gar nicht, dass du Bernd das Brot bist. Hä? Mist. Okay. Unabhängig davon, dass ich es zwar kenne, aber okay, sagt er das immer? So ziemlich. Okay. Ich hab's nie gesehen. Was? Das nie gesehen. Außer halt die Bilder im Web oder so. Ich weiß, wie das Viech aussieht, aber... Der gute ich weiß auch, dass das wohl mehr so eine Art Grumpy Cat ist, aber ansonsten... Ich mag halt Tommy Krabbeis. Das ist mir ein richtig sympathischer Kerl. Stahl brauchen wir jetzt hier noch. Irgendwo noch Rohre rum? Ja, ich bastel gerade welche, quasi. Ich habe auch noch welche. Oh, guck mal hier.
So. Das müssen wir das hier. Nee, machen wir. So. Und das machen wir so. Und dann packen wir hier. Das trennen wir einfach. So. Packen wir mal 4 Motorenanlagen hier hin. Das sollte eine Weile reichen, glaube ich. Zack, zack. Und rote Greifer, da haben wir sie. 3, 4. Oh, oben. Oh, da beim Strom schon, da oben. Ah, da werden sie auch langsam aggro. So. Tommy. Hä? Ich dachte, ich habe meinen Namen gehört, war mir aber nicht sicher. Wenn man das denkt, einfach mal nachfragen. Sag mal, du hast dir die Anlage doch schon mal etwas genauer angeschaut, oder? Ja. Bei uns zum Henker hat er einen Wasserausgang. Hä? Das habe ich auch nicht rausgefunden. Aber, ja, hat das Ding halt einfach. Hm, okay. Wasserausgang. Okay. Ja. Bist du hier? Ah ja, doch, da, das linke ist ein Ausgang. Komisch. Ja, es hat auch eine Schaltung. Ab 85.000 Füllung. Ja, das Ding lässt halt, wie gesagt, erst raus, wenn die Tanks eine bestimmte Füllung haben. Was an und für sich sinnvoll ist, damit die Anlage nicht leer läuft. Ach, guck mal, wir können ja auch hier einfach die grünen. 1, 2, 3. Haha. So. Weil wir ja immer im Strom relativ knapp dran sind. So, Panzerchen. Wie weit bist du? Panzer. Ah, gleich ist soweit. Panzer. Ich begrüße dich. So, wer Motoren braucht, die gibt's bei der Schmelze unten. Alles klar. Dann starte ich einfach mal Versuch Nummer 2. Hoffe, dass sich der Todescounter wieder um 1 erhöht. Zum Glück gibt es hier ja keinen Counter. Was? Ja. So. Bitte einmal dahin. Können wir denn schon... Was hätte ich denn noch hier? Nee, Schilder habe ich gar keine. Okay, gut. Dann hätte ich mich da auch nicht retten können. Alles klar. So. Panzer haben wir hier. Einmal die Munition rein und Treibstoff. Nimm halt Holz. Scheißegal. Der lässt sich da eh nicht beeinflussen, was Speed angeht. Wobei, ich sehe, der verbraucht das ganz gut. Doch, mit anderem Treibstoff ist er schneller. Definitiv. Hab ich vorhin... Also ich merke gerade keinen Unterschied. Also ich kann mal fest. Also ich weiß, nehmen. Dass das Ding mit Raketentreibstoff und Kernbrennstoff definitiv schneller ist, als wenn du da was weiß ich, was drin hast. Also ich merke keinen Unterschied. Sie haben es jetzt in den letzten Patches wieder geändert, weil, wie gesagt, ich bin mit dem Ding bei mir in der Bauphase noch rumgeheizt. Da war er arschschnell. Weil ich meine, der hat eine Beschleunigung von, warte mal, wir können mal kurz gucken. Ah ja, doch, hier steht da Fahrzeugbeschleunigung, 120%. Ja, nee, passt. Ist in Ordnung.
So, Waffe wechseln. Weil ich dir für meine, meinen Baugrad nicht abbrechen will. Hat mal jemand gerade drei gerade Rohre für mich? Ich kann gerade nicht. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Mist. Drei gerade Rohre. Ja. Wo ist denn der... Nee, das ist der Dusk. Wo ist denn der Cody? Ich stehe ohne links am Wasser. Ohne links. Nein, meine Drohne. Schnell, komm an Bord. Dann kann ich dir das nicht geben. Kannst du es bauen? Danke. Passt. Jetzt komm an Bord, Mann. Hm, what? Oh, fuck. Jetzt kommt sie von da unten. Okay. So, wieder einer weniger. Das war's mit diesem Scheißnest. So. Soll ich diese kleinen Spuckerchen hier ins Verderben rufen? So, ein Nest weniger, das da oben auf dem uns auf den Keks geht. Aber du weißt doch, dass sie heute ist nicht alle Tage. Die kommen wieder, keine Frage. Ja, genau. Ich meine, die Umwelt, boah, die ist halt auch echt riesig da oben. Ja, dann soll ich auf jeden Fall das Nest da oben mal noch ins Visier nehmen. Da ist eh Eisenerz. Und ich glaube, die greifen teilweise auch den Strom an. Ja, das war wieder elegant. Ja, immerhin ein kleines Eisennest. Ah, das sind nicht wenig. Komm, ein Gebäude noch mitnehmen. Jawohl, sehr schön. Ich mache halt gegen die großen Beißer kaum Schaden mit der Waffe. Das ist... Keine Uranmuni? Nein. Ich habe mir noch nicht mal Uran abgebaut. Geschweige geforscht. Dö. Was? Ist mal einmal weg und ihr seid so lahm? Hä? Als du weg warst, haben wir gar nicht gezockt. Dö. Dö. Ja, so sind wir, Cody. Wir haben extra auf dich gewartet. Ja, ja. Natürlich. Nix glaubt da. Naja, es ist... Au. Dämlichen Kackspucker. Oh, schon so viel angesammelt. Geht aber auch schnell mit euch. Nein, wieder ein Fels. Puh. Oh oh. Ja. Ah. Nein, eine Drohne weniger, ihr Schweine. So, wie viel habe ich noch? 16. Naja, gut, immerhin. Das heißt, Dossi fährt durch, Viecher rennen hinter ihm her, Todesstreifen. Ja, ich finde die neuen Laser einfach cool. Ist ja auch sinniger, ich meine, ein Laser, der so komische Dinger schießt. Naja, Laser kannst du ja so gesehen nicht teilen, weil es ist ja gebündeltes Licht. Was die Türme davor waren, waren und ausschalten. Kanonen. Plasmatürme, nix Laser. Ja gut, aber wenn du Laser ausschaltest, kriegst du trotzdem nicht diese Intervall-Dinger dahin. Wieso? Wenn der nur eine Sekunde an ist, dann hat er nur für eine Sekunde Licht abgegeben. Dementsprechend ist der Lichtstrahl kürzer. Das siehst du aber nicht, weil das so schnell ist. Das ist Licht, Cody. Laser sieht ja, man dann erhellen. Dann hätte das ein Flackern sein müssen und kein gebündelter kein Projektil. Wollen wir jetzt wirklich über Physik reden? Weiß nicht, du hast angefangen. Also ich? Nö. Denk dran, die Säure bleibt auf dem Panzer. Ja, weiß ich doch. Wolltest du nur sagen? Vor allem nur gebündeltes Licht macht keinen Schaden. Weil nicht heiß. Oh, da kommt wir wollen ja nicht über Physik reden. Ja,
ihr dürft gerne über Physik reden, ich halte mich da aber raus. Wie war das? Dann muss man ja erstmal klären, was ist eigentlich Plasma? Oh Gott. Naja, Plasma ist der vierte Aggregatzustand, ne? Wie war das bei dieser Weihnachts-Comedy-Sendung von wegen mit den 42, den 42 Scheinwerfern des Typs Water Volkssturm gegen eine nahe Scheunenwand, die 20 Minuten aushält, bis sie dann zusammenbricht? Du guckst echt komische Sachen an, die keiner kennt. Schade, weil es echt gut. Aber ich kenn's auch mal wieder nicht. Danke, Phil. Stirbt, ja. Sterbt. Ja, ja. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu korrigieren? Da ich momentan abreiße, nein. Also, mach mal schneller. Um es nochmal so zu empfehlen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, mal nachzugucken nach Weihnachten in Stenkelfeld. Was? Das ist ein Weihnachten gutes Stenkelfeld. Hat jemand ein paar Türme zufällig in der Tasche eingesteckt? Nein. Schade. Ich glaube, ich muss mir nämlich so eine kleine Vorhut hier bauen, sonst muss ich jedes Mal hier runterfahren. Ah, fuck. Guck mal einmal nicht hin. Ja, hat er die Klippe übersehen? Ja, ich habe gerade das Inventar offen gehabt. Sei froh, also, dass es keinen Sturzschaden gibt, ne? Er fällt da mit dem Panzer von der Klippe. Ja, ich bin ja nicht, also selbst wenn es das gäbe, ich bin ja gegen die Klippe, nicht von der Klippe. Also du machst den umgekehrten Lemming. Ja, genau. Oh, Lemmings, oh Gott. Schönes Spiel. Ja, ich fand immer die Animation vom Stopper gut. Gibt es übrigens mittlerweile wieder eine App mit Lemmings. Echt? Relativ gut sogar. Geil, eine Lemming-App. So, hier waren nur noch Türmchen, die gehen mir relativ erstmal am allerwertesten vorbei. Aber wir haben hier so eine schöne Felswand, da können wir auch unsere Türmchen einfach mal oben hinsetzen. Guck mal, wie doof die sind. Ja, guck mal, wie doof die sind. Schon hast du Säure drauf. Ist doch okay. Alles gut. Muss ich nur so weit wegkommen, dass die nicht herkommen. Dass ich da mal Zeit habe, Türme zu setzen, verdammt. Zeit. Wer hat heutzutage denn schon noch Zeit? Nobody. Ist perfekt. Oder der Größte, je nachdem, welchen Film du hast. Stirb! Okay. So, Turm. Toll. Bin ich. Ja, die scheiß Säure gefahren. Lass mal hier zwei Türmchen. Einmal da. Und der Stirb, Seifenschaum! Mist. Seifenschaum, ich meinte Abschaum! Was? Okay, das kenne jetzt auch ich nicht. Ja, viel, aber alles auch nicht. Oh, schnell ein paar Mauern basteln. Na, guck mal, der Einzelne hier, der verläuft sich ja hier richtig schön. So. Aber mal das hier so ein bisschen schützen. Ich weiß, gegen Säure und sowas bringt das relativ wenig. Hauptsache, wir haben Türme im Hintergrund, die uns ein bisschen einfach unterstützen, das finde ich da immer. Oh. Okay, das dauert zu lang. Drohnen. Mach den Scheiß hier weg. Müssen wir in die Forschung gucken. Vielleicht gibt es ja eine Antisäure-Haftbeschichtung zu forschen. Eine Antisäure-Haftbeschichtung. Ich sag dazu jetzt nichts. So, drauf geht's. Auch tatsächlich steht halt irgendwo in Forschung was von wegen Lotus-Effekt oder so. Boah, 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 boah. Jetzt werde ich aber ganz schön gut Jetzt muss ich weg. Huh.
Nein, meine Drohnen! Ha, Ablenkung funktioniert. Sehr schön. Was zwei Türme hier anstellen, ist echt interessant. Übrigens, Säure auf Türmen machen keinen Schaden. Also, hier auf dem Turm ist jetzt Säure drauf, aber der nimmt keinen Schaden. Doch gut. Ja. Werde ich dann nicht. Ja, nee, ich sag's nur, weil's immer hieß, Säure auf Türme sind gefährlich. 17 Repair Kits haben wir noch, das reicht dicke. Na komm, den Turm kriegen wir noch, jawohl. Das Gebäude hier noch, ja. Come on, ja. War doch durch den Sauhaufen. Oh, nein, 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 nein. Ja, mit genug Schwung ist das Gebäude instant hin. Ja, aber ich nehme Schaden. Nö, nö, ich nehme hier die sichere Variante. Safety first? Natürlich, immer. So wie in Subnautica, hä? Hm? Ja. Ich guck deine Folgen und ich denk mal jedes Mal so, oh, ist das dunkel. Nein, ich gehe jetzt nicht hin. Oh, ist das weit offen? Nein, ich gehe da jetzt nicht hin. Oh, ist das tief? Nein, ich gehe da jetzt nicht hin. Ey, ganz ehrlich, ich finde auch, also, wenn man Subnautica mit Kopfhörern spielt, ich finde das teilweise echt von der Geräuschkulisse her echt beängstigend. Da hast du echt tiefen Respekt, wenn du echt keine Ahnung hast, was da unten auf dich wartet, dann hast du, da überlegst du echt dreimal, will ich da wirklich runter? Ich finde die schwimmenden Korallenriffe lustig. Das tiefe Gedröhne. Achso, die Dinger. Was du so magst. Ja, die finde ich cool. Aber wenn du halt am Anfang die nicht kennst, ne, dann, es gibt eine, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden, aber ich weiß den Kanal nicht. Es gibt einen, der hat so ein 20-30 Minuten Video aufgenommen, so die Anfänge von Subnautica. Hat ausgeblendet, dass man quasi wirklich nur rein so eine Grafik hat, als wenn man in einem Film. Hat einen schönen Filter drüber gelegt über das Video, dass du in einem so die typische Horrorgrafik hast, so leicht düster und so. Und hat auch in Elementen, wenn gerade Kampf ist oder wenn es gruselig wurde, hat er noch die typische Horrormusik so drunter gelegt. Alter Falter. Da merkt man mal, was ein Filter und Musik anrichtet. Das ist echt krass gemacht. Also müsste mal, ich habe jetzt, wie gesagt, den Namen nicht im Kopf, hab's heute Mittag gesehen. Gibt einfach mal Subnautica Horror Video ein oder so ähnlich, dann kommt es bestimmt. Aber echt cool gemacht auf jeden Fall. Naja, Musik hat schon viel Einfluss auf viele Sachen. Du kannst mit einem einzelnen Track ein Video von zu Komödie machen, du kannst es zum Horror machen, du kannst sonst was draus machen. Ja, reicht es schon, allem, diese Boing-Sounds zu machen. Boing. Ich habe ja vor kurzem mal eine kleine Doku gesehen, da hat mal jemand erklärt, wie heutzutage die Filmemacher mit Musik Spannung erzeugen, unterbewusst. Klar. Und da ging es dann so um das Prinzip des das Ticking Noise, also das Ticken einer Uhr versteckt in Musik. Okay. Und das erzeugt unterbewusst Spannung, weil du dem Zuschauer irgendwie vermittelst, dass das jetzt gerade einfach aufgrund der Musik, man merkt, die Zeit läuft ab. Ja, okay. In dieser Szene. Ach, Mist. Ich glaube, als Beispiel hatten die, glaube ich, Interstellar genannt, mit zwei Liedern irgendwie. Okay. Wo der Takt des Liedes halt einfach wirklich im 60-Sekunden-Takt ist. Also Uhrentakt. Minutentakt halt, also Uhrentakt. Ja, genau. Und das halt so unterbewusst, dass es einfach natürlich Spannung erzeugt. Das ist so geil gemacht. Ja, das ist schon phänomenal. Hm. Wie man mit solchen, ich nenne es mal einfachen Mitteln halt, dementsprechend viel, viel Einfluss machen kann. Hm. Es gibt ja bestimmte Herzfrequenzen im sehr, sehr tiefen Bereich, die wir ja eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, die uns aber ein körperliches Gefühl auslösen. Okay. Das benutzen manche Horror-Shows und
wie nennt man sie, Geisterbahn. Ach Gott. Dann wirst du so gesehen, wird dein Körper so gesehen werden. Durch Untertöne, die du einfach nicht wahrnimmst, auf Horror getrimmt. Das ist super cool. Ich war zwar schon ewig nicht mehr in der Geisterbahn, aber bisher war ich noch nie in einer, wo ich gesagt habe, die war gruselig. Aber ja, es gibt halt viele, die sind einfach scheiße. Wahrscheinlich liegt es auch daran, ja, das befürchte ich nämlich auch. Naja, du warst einfach nie, also sagen wir es so, ich bin ja LARPer und ich habe eine Gruppe, die früher mal in einer alten Burg die Erlaubnis hatte, immer an Halloween eine Geisterbahn aufzuziehen. Leider dürfen das seit ein paar Jahren nicht mehr, weil da der Besitzer der Burg gewechselt hat und der uns die Kellerräume nicht mehr zur Verfügung stellt, was echt schade ist. Aber das war immer schon hart an der Grenze. Also manche Leute haben sich kein zweites Mal durchgetraut. Okay. Aber das ist auch echt anstrengend, wenn du da mal zwei Wochenenden hintereinander durchgehend Geisterbahn spielst. Das geht an die Kraft. Brummi? Ja? Hast du mir grüne Schaltkreise? Ich kann kurz hochlaufen, dann kannst du aus der Kiste. Ja, kaufen. Gerne, weil ich brauche dringend Reparaturkits. Was würden wir da einfach mal so machen? Und dann kann er sich selber welche raus? Achso, da ist kein Strom. Hä? Ja, ah, okay. Ja, Cody? Hast gerade ein Radar gesetzt. Ja. So, gibt es da auch eine Kiste, wo wenig drin ist, wo ich nicht gleich mein Inventar voll mache? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, mach ich einmal so. Und. So, die reichen mir nämlich. Alter Wahnsinn. So, den Stein kann ich ja mal. Was weiß ich, hier reinpacken. So. So, aber ich würde sagen, wir haben echt gut aufgeräumt hier oben. Klar, es gibt noch einige Bases, die hier noch im Weg sind, aber ich denke mal, die Angriffe werden deutlich schwächer sein. Ihr seht ja, die Leichenhaufen da unten sind deutlich geringer geworden. Das Nest wird uns vielleicht ab und zu noch angreifen, beziehungsweise es wird wahrscheinlich eher auf den Strom rennen. Und die hier werden uns noch ein bisschen auf den Keks gehen, aber das sind keine großen Mächte, die da im Spiel sind. Von dem her passt es. Ich würde sagen, wir reißen das jetzt hier noch mit eben ein. Packen unser Zeug hier ein, quasi. Ah, die nehme ich selber mit, sonst dauert es ewig, bis die Munition da ist. Und wie es weitergeht, würde ich einfach nach einem kleinen Cut euch zeigen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Oh Gott. Oh, fängt der auch damit an. Hey, yeah. Tschüss.